Das ist klar. Wo geht's hier hin? In die Unterkunftsräume. Da dürfen wir nicht hin. Und hier gibt's die ersten Pferde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier gibt's die ersten Pferde. Und das ist dann wohl die Pferdeverkäuferin. Die Pferdezüchterin Vivien. Ja, seid ihr an meinen Pferdchen interessiert? Naja, rein theoretisch. Aber dann ich sehe mich gerade nur. Dürft ihr meine Pferdchen aber auch nicht anfassen, hört ihr? Und euer Schuhwerk wird sich bestimmt auch nicht darüber freuen. Ja, es geht klar. Ich will aber mal streicheln. So, was machen die hier? Hey, der haut. Ah, wow, die geben sich hier voll das Battle. Okay. So, da war wahrscheinlich auch gleich der Burgeingang. Hier dürfen wir nichts anfassen. Hier auch nicht. Oh, lecker Spanferkel. Ja, wie geil. Wir dürfen das sogar drehen. Und es wurden uns zwei Spanferkel dem Inventar. Ah, alle 24 Stunden gibt es hier Schinken. Fett. Schmiedefeuer. Ach so, ich dachte, wir können auch dieses Ding da nehmen oder so. Ihr müsst zuerst das Feuer mit einem Blasebalg. Ja, 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 ja. So, also hier wachen, die essen hier schön Spanferkel. Hier dürfen wir nichts machen. Und hier ist der Schleifstein. Ja, das geht nicht, weil wir noch keine Waffen haben. Ah, Erzgestein, das dürfen wir natürlich nicht klauen. Oh, das große Lager, da würde ich ja gerne mal ein bisschen plündern, ne? Aber ist wohl nicht. Was ich jetzt aber mal machen kann... Ach ja, das darf ich ja noch gar nicht. Ich wollte eigentlich auch eher das hier machen. Komm, lass mich da mal hin. Blasebalg. Schmiedefeuer. Und jetzt geht's ab. Goldnuggets schmelzen. Ah ne, ich habe noch nicht 4 Goldnuggets, aber ich habe 4 Eisenerz und 8 Kohle. Bäm! Eisenbarren dem Inventar hinzugefügt. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das wert ist. Wir wissen, ein Eisenerz ist 5 Gold wert und ein Eisenbarren 18. Wir haben aber rein theoretisch 4 Eisenerz dafür gebraucht. Das heißt, wir haben 20 Gold investiert, um 18 zu kriegen. Das ist irgendwie dämlich. Das ist irgendwie dämlich. Und 8 Kohle haben wir verballert, ey. Das ist irgendwie dämlich. Was, was, was? Oh mein Gott, da brauchen wir Handwerksgeschick 75 dafür. Ja gut, das ist halt scheiße, aber wir müssen das irgendwie tun, sonst können wir unser Handwerksgeschick ja nicht verbessern, ne? Okay. Naja, jetzt wissen wir es wenigstens. Und, ja, da dürfen wir noch nicht arbeiten. Was ist denn Wassertrog? Da dürfen wir jetzt mal ganz kurz unsere Hände abkühlen. Und hier hinten geht's dann wahrscheinlich auch wieder nur in irgendwelche Unterkünfte, oder? Küche, Turm, ja, da dürfen wir natürlich überall nicht hin. Und auch in die Halle nicht. Aber ich nehme an, wir dürfen in die Burg. Und irgendwo muss ja jetzt dann hier... Ach, das ist dieser Glockenturm, von dem wir wieder geredet haben. Gehen wir mal in die Thronhalle. Mal sehen, ob wir dort etwas über unsere Wurzeln erfahren oder ob wir dafür tatsächlich in einer der verbotenen Räume müssen. Wir werden es herausfinden. Ich halte mich gerne in Gebäuden auf. Da läuft alles schön flüssig und schön und bla. Und da ist die Gräfin. Frau Antoinette Boddenbruck. Ja, jetzt sind nur ein D. Bodenbruck. Na gut. Ha, die Bade. Okay. Wo geht's hier hin? Oh yeah, da ist es. Klare Ansage. So, das hier... Ah, hier ist noch ein Weg nach oben. Also das Schloss scheint nicht sonderlich kompliziert zu sein. Hier gibt es nämlich keine Wege. Und da hinten wird es wahrscheinlich auch einfach nur rausgehen, oder? Oder geht es hier irgendwo noch tiefer hin? Oh ja. Oh ja, hier geht's richtig. Wow, wo geht's denn hier noch hin? Da muss ich doch einmal glatt hin. Boah, wie lang geht's denn da hoch? Krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Badewanne. Juhu, wer wollte nicht schon immer mal in der Badewanne einer Gräfin sitzen? Oder stehen zumindest. Passt schon. Geil. Und was finden wir hier? Eine Perle. Boah, das könnte ich doch jetzt alles nehmen. Das wird die doch niemals sehen. Büste. 200 Gold. Wow. Aber ich glaube, das kann ich nicht bringen. Außerdem ist es geklaute Ware. Die kann man nicht verkaufen. Außer wir finden einen Hehler. Aber da fragst du mich zu viel, wo einer sein könnte. Und... Wehe, es kommt jetzt einer auf die Idee, der spoilert mir das in den Kommentaren, wo einer ist. Ich will alles in diesem Spiel selbst herausfinden. Darum geht's ja wohl auch in diesem Let's Play. Also verratet mir
nicht, wo ich irgendwelche gestohlenen Sachen verkaufen kann. So, dann reden wir mal mit der Gutsten. Das sollen wir ja sowieso tun. Entweder, weil sie uns was verraten kann über unsere Wurzeln. Oder eben, weil wir ein tapferer Krieger sind. Guten Tag, Frau Gräfin. Bitte? Wer von diesem unzuverlässigen Gesocks hat euch erlaubt, mir eine Aufwartung zu machen? Nun? Keine Ahnung. Ich habe euren Anschlag gesehen. Na, sagt es doch gleich. Ja. Fast möchte ich sagen, ihr kommt wie gerufen. Na also. So etwas meiner würdig wäre. Ist es aber nicht. Wisst ihr warum? Nein. Ich bin Antoinette Boddenbrook. Versteht ihr? Mein Familienname ist Boddenbrook. Das bedeutet, dass ich aus keinem geringen Hause komme. Lasst euch das gesagt sein. Also doch, Boddenbrook. Ich regiere über diese Burg und mein Land. Kurz, alles hier gehört mir. Bevor ihr euch also anschickt, euer frivoles Mundwerk nochmals zu öffnen, solltet ihr bedenken, mit wem ihr es zu tun habt. Gleichviel, kommen wir zum Geschäftlichen. Gewiss wollt ihr wissen, worum es sich bei der anspruchsvollen Aufgabe handelt, die ich verkünden ließ. Unweit von hier, auf meinem schönen Land, hat sich eine Gruppe von Räubern und Banditen niedergelassen. Lumpen und Gauner, mehr nicht. Allesamt Geschmeiß, ja, ja, Geschmeiß! Schlimmer noch als der gewöhnliche Pöbel, als das Volk. Diese Banditen schaden meinem Ruf aufs Äußerste. Das kann ich mir nicht länger bieten lassen. Eine Boddenbrook lässt sich nie etwas bieten. Ich will, dass dieses Räubernest ausgeräuchert wird. Vollkommen. Ach, ich echauffiere mich schon wieder viel zu viel. Belassen wir es dabei. Die anderen Kämpfer müssten draußen vor der Burg sein. Dort machen sie wenigstens nur das Trottoir schmutzig. Ein gewisser Handor wird den Angriff anführen. Ah. Ihr sprecht besser mit ihm. Ich möchte mich ungern mit Schlachtplänen abgeben. Über eine Entlohnung reden wir, wenn ihr zurück seid und Erfolg hattet. Wohlan denn, enttäuscht mich nicht. Ihr könnt jetzt gehen. Das erklärt jetzt, warum die anderen vor der Burg stehen und auf etwas warten. Wahrscheinlich warten sie auf ihren neuen Anführer, mich, der ihnen sagt, wann es losgeht. Sehr cool. Alles klar, dann sehen wir hier nochmal, Moment, dann... Räubernest ist auf der Karte nicht eingezeichnet. Scheiße. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen dieser Aufgabe zuerst nach, bevor wir uns der Main Quest widmen. Einfach, weil ich die Frau Boddenbrook jetzt hier nicht unnötig verärgern will, sagen wir es so. Und außerdem warten die da hinten ja auch schon. So, dann werden wir doch mal nochmal ein Wort mit dem guten Handor sprechen. Und was er sagt und ob wir dann losgehen oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge.